Plug-in-Hybride und vollelektrische SUVs sind derzeit sehr hoch im Kurs aufgrund der gegebenen Fördergelder durch die Bundesregierung. Aber nicht jeder möchte sich ein solches Fahrzeug zulegen, weil er vielleicht auch nicht zu Hause laden kann oder am Arbeitsplatz. Dennoch würde man ja ganz gerne sehr effizient unterwegs sein. Der Diesel fällt ja derzeit einfach flach aufgrund der umweltpolitischen Diskussion. Also, was bleibt dann? Ein Verbrenner. Aber ein Verbrenner schluckt normalerweise doch sehr viel Sprit, vor allem wenn er in einem SUV dann auch noch steckt. Aber es gibt vielleicht noch eine Zwischenlösung und die steht hier, der Honda CR-V, und der bietet einen Vollhybridantrieb. Wie sich der Honda CR-V fährt, wie viel Platz er bietet und was er kostet, all das erfahrt ihr heute, wenn ihr dran bleibt. Und ich nehme euch jetzt mit auf die Verbrauchsrunde. 10% ist unser Stadtverkehranteil, den wir absolvieren. 50% ist der Überlandteil und 40% der Autobahnanteil, wo wir 140 Stundenkilometer möglichst schnell unterwegs sind. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, dem Video hier einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, falls noch nicht getan. Und unten in der Kommentarbox würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung hier zum Honda CR-V schreibt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Videovorstellung. Lautlos beginnt hier unsere Fahrt im Honda CR-V, ohne dass wir hier eine Elektrofahrzeugzulassung haben bzw. einen Plug-in-Hybriden. Nein, wir fahren, wie schon erwähnt, einen Vollhybrid. Und wenn wir erst einmal so auf die Mitbewerber schauen, die es da gibt, da wären unter anderem zu erwähnen der Toyota RAV4. Toyota natürlich ebenfalls bekannt für Vollhybridsysteme. Dann wäre da noch der Ford Kuga Hybrid, den wir noch hätten, Hyundai Tucson Hybrid. Das wären eben entsprechende Mitbewerber hier vom Honda CR-V. Der ist mit 4,60 Meter durchaus kompakt in seinen Abmessungen, aber sehr breit mit 2,12 Meter inklusive großer Außenspiegel, die aber eine sehr gute Rundumsicht ermöglichen. Und eine Höhe von lediglich 1,69 Meter als Allradvariante. Das ist gar nicht mal so hoch. Und damit bleibt er eben in sehr überschaubaren Abmessungen. Doch, wenn man dann in den Innenraum schaut, vor allem fangen wir an mit dem Kofferraum, da zeigt der Honda schnell, wie variabel und großzügig er im Innenraum bemessen ist. Der Kofferraum bietet 497 Liter Standardvolumen unterhalb des Laderaumrollos und maximal 1692 Liter, wenn wir ihn komplett voll beladen. Die Rücksitzbank ist im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar und es entsteht eine wirklich ebene Laderaumfläche, die somit hervorragend zu nutzen ist. Also da passt wirklich auch richtig viel rein. Und wenn wir dann auf die Rücksitzbank gehen, da sitze ich mit meinen 1,78 Meter hinter meinem imaginären Ich wirklich absolut fürstlich. Ich habe riesige Beinfreiheit, super Kopffreiheit. Die Polsterung der Rücksitzbank ist sehr straff abgestimmt, aber gut ausgeformt an den Außenseiten. Die Außenpositionen bieten auch Isofix, was allerdings etwas fummelig ist, denn die sind einfach nur hinter einem Ausschnitt im Stoff zu finden und ein bisschen fummelig zum Herausfinden, wo sie denn dann wirklich auch sind. Leider gibt es aber auch hier keine Sonnenschutzrollos, dafür in der Mittelkonsole eben entsprechend Luftausströmer und zwei USB-Anschlüsse. Der Fahrer hat eine sehr gute Rundumsicht, ist sogar angenehm hoch in der Sitzposition. Die Sitze sind toll ausgeformt, bieten auch vor allem im Lehnenbereich einen guten Seitenhalt. Die Schenkelauflage ist nicht zu kurz geraten und der Verstellbereich ist ebenfalls
angenehm, manuell hier in unserem Fall. Es gibt aber eine elektrische Lordosenstütze und das Lenkrad ist ebenfalls in Höhe und Tiefe ausreichend weit einstellbar. Der Blick dann auf den Instrumententräger wirkt erst einmal, dass das Ganze ein bisschen zerklüftet ist, weil wir die Luftaustritte oberhalb des 7 Zoll großen Honda Connect Systems haben. Dafür ist der Warnblinktaster auch sehr gut erreichbar. Das Kombi-Instrument selber bietet drei kleine Displays. Auf der linken Seite einmal die Batteriespannung, also der Akkustand, den wir hier haben. Auf der rechten Seite dann den Tankfüllstand und in der Mitte eben das klassische Kombi-Instrument mit den fahrrelevanten Daten. Und da können wir auch zig mögliche Zusatzinformationen uns hereinholen. Da bietet Honda wirklich eine Vielzahl an Statistiken und Daten, die wir hier abrufen können. Die Mittelkonsole wird geprägt dann von dem 7 Zoll großen Mediasystem, das hier Honda Connect heißt und eine Garmin-Navigationsfunktion beinhaltet. Die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig, auch etwas langsam hier die Rechnerleistung. Es braucht immer mal wieder etwas länger, bis bestimmte Tasten oder Touchfunktionen umgesetzt werden. Aber die Auflösung ist gut und auch die Ablesbarkeit ist einwandfrei. Wir haben auch noch ein physisches Klimabedienteil, was ich sehr zu schätzen weiß. Wir können aber weitere Einstellungen direkt über den Bildschirm vornehmen in einem Menü. Wir haben darunter dann einen Bediensatelliten für das Thema Fahren und in Anführungszeichen Getriebe, da wir ja kein wirkliches Getriebe hier haben. Wir haben die Fahrrichtungsstufentasten, sage ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt eine eigenwillige Bezeichnung dafür, aber eben P, R, N und D, wie bei jedem normalen Standardgetriebe man es kennen würde. Wir haben eine elektrische Handbremse mit Auto-Hold-Funktion und wir haben drei verschiedene Modi, in der wir den Hybridantrieb nutzen können. Sport, Eco und elektrisch. Dann haben wir in der Mittelkonsole noch zwei USB-Anschlüsse, Ablagemöglichkeiten sowie Becherhalter und eine verschiebbare Armauflage. Den Antrieb im Honda CR-V übernimmt der sogenannte E-HEV genannte Hybrid von Honda, der sowohl einen seriellen als auch einen Parallelhybrid beinhaltet oder respektive ermöglicht. Das bedeutet, dass wir haben eben einen Saugmotor, in dem Fall hier einen 2 Liter Vierzylindermotor, der auf verbrauchsarmen Lauf, vor allem im unteren, ruhigeren Drehzahlbereich ausgelegt ist. Und dann gibt es noch einen Elektromotor. Beide können jeweils die Räder direkt antreiben. Das ist die Besonderheit. Oder aber es gibt auch die Möglichkeit, dass eben der Verbrenner über einen Generator Energie in die Batterie einspeist und aus der Batterie der Elektromotor dann die Leistung zum Antrieb direkt an die Räder weiterleitet. Das Ganze geschieht getriebefrei, sondern es gibt da nur lediglich zwei Kupplungen, die dann getrennt werden und dann auch geschlossen werden. Das ist sehr einfach und klingt zumindest sehr einfach, funktioniert auch unbemerkt, das muss man sagen. Aber es gibt dann eben diese drei Modi, die dann dadurch entstehen, wenn man entsprechend ruhig fährt, dann ist es so, es gibt einen rein elektrischen Modus. Wenn genügend Strom in der kleinen Batterie vorhanden ist, dann kann der Honda CR-V gerade so im städtischen Bereich voll elektrisch unterwegs sein und somit auch komplett emissionsfrei und auch lautlos. Wird dann etwas mehr Leistung benötigt und die Akkuleistung sinkt, dann wird der Benzinmotor angeworfen, der dann aber nicht eben die Kraft direkt an die Antriebsachsen weiterleitet, sondern erst einen Generator speist und dann die Batterieleistung aufbaut und der E-Motor diese Kraft dann nutzt aus der Batterie und sie eben an die Räder leitet. Ist man dann aber schneller unterwegs, macht das Ganze dann wenig Sinn und wird immer uneffizienter. Und aus dem Hintergrund heraus
ist dann die Möglichkeit hier gegeben, dass im oberen Geschwindigkeitsbereich, so oberhalb von 100 Stundenkilometern, dann der Verbrenner die Aufgabe des Antriebes übernimmt und direkt die Räder antreibt. Und die Kraftverteilung hier des Allradsystems kann variabel gestaltet werden zwischen 80% an der Vorderachse auf bis zu 60% an die Hinterachse. Also da besteht auch wirklich genügend Variabilität, um auch bei schlechten Witterungs- und Straßenverhältnissen ordentlich Grip aufzubauen oder vielleicht sogar mal einen kleinen Abstecher auf unbefestigte Wege zu machen. Die Leistung, die dabei von dem Hybridsystem entwickelt wird, die gibt man unterschiedlich an. Zum einen ist es die Leistung des Verbrennungsmotors mit 107 kW und 175 Newtonmeter und die des Elektromotors, der leistet 135 kW und 315 Newtonmeter. Wenn man dann den Standardsprint von 0 auf 100 absolviert, dann geht das in 8,9 Sekunden und 180 Stundenkilometer ist der CRV dann flott unterwegs. Er lässt sich auch wirklich angenehm in flott fahren, der Honda CRV, denn das Fahrwerk ist angenehm straff, bietet aber einen wirklich guten Mix aus noch gutem Reisekomfort auf schlechten Straßen und genügend Fahrbahnkontakt und Direktheit auch über die Lenkung, sodass auch genügend Fahrspaß entstehen kann, der allerdings in meinen Augen nicht durch Lenkung oder Fahrwerk getrübt wird, sondern vielmehr über den Antrieb, denn der entwickelt zwar genügend Kraft, klingt aber sehr angestrengt, wenn man die Leistung entsprechend abruft, weil der Motor dann eben von der Drehzahl sehr hoch spult und auch dann sehr laut und durchaus eben angestrengt wirkt. Deswegen ist so das komfortable Dahingleiten eher die Paradedisziplin des Honda CR-V. Der Honda CR-V hat mich wirklich überrascht und vor allem auch überzeugt, denn vor allem diese Platzverhältnisse, die der Honda hier bietet, also die findet man in der Klasse definitiv so nirgends. Der Kofferraum sehr großzügig, gut beladbar, vor allem wegen der ebenen Ladefläche, viel Beinfreiheit im Fond und ein sehr angenehmes, komfortables Fahrwerk mit einer guten Rückmeldung, finde ich. Und aus dem Grund, auch mit der hohen Ausstattung, geht der Preis von 40.900 Euro, so wie er hier steht, in der Elegance-Variante. Und es gibt nochmal drei Ausstattungslinien drüber, Sportline, Lifestyle und dann Executive. Da muss man sagen, mir würde die Ausstattungslinie völlig reichen. Bei der Motorisierung, Kraft hat er auch, die knapp 185 PS Leistung, die dann der E-Motor bereitstellt. Vor allem die 315 Newtonmeter Drehmoment, die sind dann schon spürbar, wenn man dann wirklich das Gaspedal einmal durchtritt. Allerdings wird es dann akustisch schon etwas, ja, ich sag jetzt mal gemein. Und irgendwie tut einem dann der 2 Liter Vierzylinder-Motor klanglich doch etwas leid, zumal es keine schöne akustische Rückmeldung ist, sondern eher ein gequältes, hohes Ausdrehen. Und das ist auch der größte Nachteil eines Hybridantriebes. Den größten Vorteil sollte aber der Antrieb natürlich bei seiner Effizienz ausspielen. Und deswegen schauen wir mal kurz auf die Daten, die wir ermittelt haben auf der Verbrauchsfahrt. 7,1 Liter ist der angegebene WLTP-Verbrauch, 7,4 Liter hat uns der Bordcomputer ausgespuckt und nach Tankung an der Zapfsäule waren es 7,5 Liter. Und damit haben wir einen Aktionsradius mit dem 57 Liter Kraftstofftank von 760 Kilometern. Das finde ich echt gut. Für einen Benziner ist der Verbrauch völlig in Ordnung, zumal der Honda CR-V ja schließlich auch knapp 1,8 Tonnen leer mit sich rumschleppt. Ich würde sagen, für Leute, die nicht zu Hause laden können, die ein Plug-in-Hybrid nicht brauchen oder wollen, ist das hier eine sehr gute Alternative. Jetzt frage ich aber euch, wie findet ihr den Honda CR-V? Habt ihr vielleicht sogar einen Honda CR-V? Dann schreibt mir eure Erfahrungen unten in die Kommentarbox, gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal, falls noch nicht getan. Und damit bedanke ich mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus. Euer Ubi.